Übung 2 findet in Bauchlage statt. Das Bewegungsmuster ist das gleiche. Man kann auch auf der Matte so liegen, dass die Beine nicht auf der Matte liegen, wenn die Matte sehr stumpf ist, um die Beweglichkeit zu verbessern. Man kann wieder in einem Takt zählen oder man kann sich auch ein Gedicht vorsagen, so wie bei Übung 1. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 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 Man kann sich dazu auch ein Gedicht vorsagen. Die Hände sind zum Machen von vielen tausend Sachen. Es ist ein schönes Leben, wenn wir die Hand uns geben. Fertig. Das ist der Knopf.